Hallo ihr Lieben, ich glaube, heute wird es richtig peinlich für mich. Ich habe euch vor 2 Tagen ein Video aufgenommen zum Thema gerade Stellen von gekippten Bildern. Ich habe euch meine Methode gezeigt und es ist kein Gag. Ich habe euch meine Ge Methode gezeigt, wie ich Bilder gerade stelle. Wie sich im Nachgang herausgestellt hat, war ich da ziemlich umständlich und der liebe Oliver Lechner, seines Zeichens ein ganz hervorragender Retoucheur und absoluter Photoshop-Vollprofi, hat mir in einem Satz erklärt, wie es viel schneller und viel einfacher geht. Ja, meine Mutter, meine liebe Mutter, die würde jetzt in so einem Fall sagen, vorweggeschickt, wir kommen aus dem Allgäu, Kasch alt wäre, wie Kur, lernsch allwein oder zur. Wer das jetzt nicht verstanden hat, sinngemäß, egal wie alt man wird, man lernt nie aus. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne meinen überaus umständlichen Prozess zum Geradestellen von Bildern mit dem Tipp vom Oliver Lechner jetzt nochmal aufnehmen für euch und euch jetzt zeigen, wie ich das künftig machen werde. Also, schaut mal bitte mit mir gemeinsam auf dieses Bild. Derjenige, der das letzte Video schon gesehen hat, der wird es wiedererkennen. Das ist immer noch die wunderschöne Nina. Und beim letzten Mal habe ich euch schon gezeigt, wie ich früher Bilder freigestellt habe, beziehungsweise ganz früher freigestellt habe. Und zwar, ich habe hier das Crop-Tool mit der Taste C ausgewählt und habe einfach das Bild gerade gedreht und mit Enter bestätigt. Und dann kam immer das Problem hier, ich habe über dem Kopf jetzt Inhalte verloren, der Finger ist abgeschnitten und hier geht der Schnitt sogar durch den Fingernagel des Zeigefingers. Und das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Dann hatte ich euch meine wunderschöne Methode vorgestellt, die völlig umständlich war. Und jetzt kommt die Methode, die ich künftig nutzen werde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die auch nutzt, weil sie es einfacher nicht zu handhaben. Ja, also, was machen wir jetzt? Wir bleiben beim Freistellungstool, ändern aber hier in diesem Dialogfeld der Fläche, gehen wir auf inhaltsbasierte Füllung. That's it. So, das heißt, ich klicke jetzt nochmal auf das Bild, stelle das gerade und wie ihr vielleicht seht, kommt hier oben automatisch mehr Bildfläche zum Tragen. Hier unten ist kein Schnitt mehr, hier ist kein Schnitt. Also alles so, wie ich es will. Und jetzt ist der Clou, ich drücke nur die Taste Enter. Schaut mal, was passiert. Zack, Photoshop hat die fehlenden Flächen vollständig alleine aufgefüllt. Einfacher geht's jetzt wirklich nicht. Das letzte Video hat 7 Minuten gedauert. Dieses Video könnte jetzt in einer Minute erklärt sein. Ich zeige euch aber noch was ganz Cooles. Und zwar, wenn wir schon dabei sind, ich habe das nochmal zurückgesetzt auf den Ursprungszustand. Und zwar sollte ich jetzt, aus welchem Fall auch immer, noch mehr Bildfläche außenrum brauchen. Das zeige ich euch mal. Also ich stelle es mal wieder gerade hier, mache jetzt die Bildfläche noch ein bisschen größer. So, machen wir es mal so. Und jetzt wähle ich statt inhaltsbasierter Füllung das generative Erweitern. Drücke ich wieder Enter. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich spule aber für euch vor. So, und jetzt schaut euch das Ergebnis mal an. Ich bin begeistert. Bin absolut begeistert. Wunderbar aufgefüllt, alles perfekt. So können wir es lassen, perfekt. Einen Tipp zeige ich euch noch, und zwar dann, wenn ihr für Instagram Fotos macht. Beim Instagram-Format ist es ja wichtig, dass wir im Verhältnis 5 zu 4 veröffentlichen oder 4 zu 5, ist ja wurscht. Ich klicke jetzt hier im Freistellen-Werkzeug statt originale Proportion mal auf 4 zu 5. Und wir sehen schon, der Rahmen hat sich jetzt auf das entsprechend gestauchtere Format verändert. Auch hier stelle ich das Bild jetzt erstmal gerade. Es ist nicht ganz gerade. Jetzt ist es immer noch nicht gerade. Jetzt ist gerade. So. Und dann gehe ich mit der oberen Kante so, dass ich halt nichts abschneide. Und die untere Kante setze mal genau unter die Finger, dass auch hier kein Schnitt vorhanden ist. So ist auch ganz gut gemittelt. Ich würde sagen, ich gehe es vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts. So vielleicht ein bisschen mehr noch über dem Kopf. Na. Im Grafiktablett ist es gar nicht so ganz easy. Okay, jetzt haben wir das Format 5 zu 4. Drück wieder die Taste Enter und ich spule wieder für euch vor.
Da sind wir. Und jetzt schaut euch mal dieses Ergebnis an. Also ich kann es manchmal gar nicht glauben, wie super dieses generative Füllen funktioniert. Hinten ist es total genial ausgefüllt. Hier ist es alles super. Sogar die Jeans. Ich vergrößere das mal. Mal abgesehen von diesem Fitzen hier, den kann man aber leicht mit dem Stempelwerkzeug wegmachen. Wenn ich mal vielleicht schnell die Ebenen alle oben drüber zusammenlege und mit dem Stempelwerkzeug hier ein bisschen drüber gehe, in ganz kurzer Zeit ist das Thema erledigt. Dann sieht es super aus. Wer sich jetzt zum Beispiel stört an dieser Linie hier, die eingefügt wurde, mich stört es jetzt nicht arg, aber auch hier könnte man sagen, man macht einfach nochmal zurück auf den Ursprung und setzt es einfach nochmal an. Vielleicht mit ein kleinem bisschen ändern des Ausschnittes und schauen dann mal, was Photoshop draus macht. Also da ist sicherlich einfach mal angesagt, ein paar mehr Versuche zu machen. Jetzt probieren wir es mal mit dem hier. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eher schwieriger, weil diese Fläche auf der rechten Seite, also rechts von Nina, da ist schon viel zu füllen und da überlegt sich Photoshop wahrscheinlich ganz genau, was da reingehört. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen weniger Fläche machen und links ein bisschen mehr. Das können wir nachher gleich probieren. Also jetzt fällt es überhaupt nicht mehr auf. Jetzt ist es total super. Ich finde, so könnte man es sogar lassen. Ja, Begeisterung macht sich bei mir breit. Ich hoffe, bei euch auch. Lieben Dank nochmal an Oliver Lechner. Ich habe in der Beschreibung unten im Video seine Homepage noch verlinkt. Die ist sehr sehenswert, solltet ihr mal angucken. Und ja, Thema erledigt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn die Inhalte jetzt nicht von mir waren, aber ich wollte sie euch mitteilen, ich wollte euch nicht im Regen stehen lassen mit diesem super komplizierten Video, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen, noch mehr freue ich mich über ein Abo und allermeisten freue ich mich, wenn ihr nochmal wiederkommt. Vielen Dank und bis bald. Happy Photoshopping und Happy Photographing. Ciao.